Hallo, liebe Aufwach-Community. Schön, dass ihr eure Bildschirme wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Jürgen Wolt. Hallo, Jürgen. Hallo Ines, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist, Jürgen. Jürgen ist Pionier der praktischen Bewegungsforschung und Begründer der Quantenmotorik. Und ich möchte heute gern, dass er auch ein bisschen was über sich und seine Arbeit erzählt und ja, über das Körperfeld und wie wir es beeinflussen können. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, Jürgen, der eine oder andere wird dich vielleicht noch nicht kennen. Das wäre ganz lieb von dir. Ja, ich bin Gesundheitsforscher und habe ein Bildungs- und Forschungsinstitut in Herne, bin Vater von 5 Kindern, also Katastrophen erfahren, wie man so schön sagt, wenn man durch die ganzen Phasen geht, ne? Aber das ist eine wirkliche Lebendigkeit, die ist außergewöhnlich. Und es gibt nicht viel zu sagen. Ich bin Forscher, ich bin leidenschaftlicher Forscher. Mich hat schon immer interessiert, wie Menschen ein gelungenes Leben vollbringen, wie zum Beispiel Menschen mit Belastungssituationen umgehen am besten. Bei Verlusten, wenn wir durch das Leben gehen, dann haben wir mit ganz vielen Dingen zu tun. Wir haben mit Verlusten zu tun, auch unsere Eltern verabschieden sich von uns, unter Umständen auch andere Verluste. Wir haben mit Herausforderungen zu tun im finanziellen Bereich, im emotionalen Bereich, und das muss alles irgendwie arrangiert werden. Und das hat mich schon sehr früh interessiert, weil mein Vater ist mit 49 Jahren tödlich verunglückt. Da war ich 17 Jahre alt. Wir waren 4 Kinder zu Hause. Und ich war begeistert, wie meine Mutter das arrangiert hat. Sie hat es uns irgendwie gar nicht so spüren lassen. Sie hat die Fähigkeit gehabt, uns auf den Weg zu bringen. Meine Geschwister waren noch viel jünger als ich. Und ich war damals wirklich der Meinung, das lag wohl daran, weil meine Mutter war proper gesund, dass die Gesundheit eine Rolle spielte. Deswegen hat mich das auch fasziniert, Medizin zu studieren in den 70er Jahren. Das war so ein Ursprungsgrund, weil ich glaubte, dass wohl die Gesundheit eine gute Basis dafür ist. Obwohl, von meiner Geschichte her, war das unmöglich, dass ich Medizin studieren konnte, wenn man 8 Jahre zurückgeblendet hat. Ich bin stark Legastheniker. Also sehr ausgeprägter Legastheniker. Und die Schule war für mich nicht möglich vor über 60 Jahren, kann man sich vorstellen, vor 65 Jahren. Man hat mir keine Möglichkeit gegeben, überhaupt die Hauptschule zu machen. Ich wurde aus dem 7. Schuljahr entlassen und mit nur 5 und 6 auf dem Zeugnis. Es sah so aus, als wenn man keine Chance hätte. Aber ich habe das nie gesehen. Ich habe immer was anderes gefühlt in mir. Ich war immer begeistert für Dinge, die ich machen wollte. Und ich habe ein Handwerk erlernt damals. Ich habe noch einen anderen zusätzlichen Beruf erlernt, wo dann die Menschen nicht geguckt haben, wie ich schreiben kann. Legasthenie ist eine Schreibschwäche. Okay. Sondern wo sie geguckt haben, was ich in der Lage bin zu machen. Und ich konnte immer gut mit Räumen arbeiten. Ein Legastheniker hatte eine unglaubliche Fähigkeit, Räume und Menschen anders zu sehen. Wenn einer von euch Legastheniker ist, vielleicht ist ihm das noch nicht so aufgefallen. Legasthenie ist ein außergewöhnliches Talent. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr Kinder habt, die legasthenisch sind, ne, seid dankbar. Es ist eine Welt, die den Kindern eröffnet wird, die anders ist als bei jemand, der keine Legasthenie hat. Jede Herausforderung, ein Legastheniker ist in der Lage, bei jeder Herausforderung immer eine Alternative zu sehen. Man sagt, er denkt 6000 Mal schneller. Er sieht immer andere Möglichkeiten. Und das ist mir in meinem Leben immer wieder begegnet. Es ist egal, was mir passiert ist. Ich konnte immer Alternativen sehen. Und das hat, und dass ich in der Lage war, Medizin zu studieren, das können heute Fachleute überhaupt nicht verstehen. Denn ich saß, nach dem Rauswurf aus der Schule im 7. Schuljahr, saß ich ungefähr 8 Jahre später an der Hochschule in Düsseldorf als Medizinstudent. Ich habe nie ein Ziel gehabt, Medizin zu studieren. Ich bin nur meinem Gefühl gefolgt. Und ich habe irgendwann gedacht, ich muss mich mit dem Leben der Menschen beschäftigen. Was brauche ich dazu? Natürlich brauche ich dazu Abitur. Und ich habe dann das Abitur gemacht mit dem großen Latinum, mit einem sehr, sehr guten Notendurchschnitt, mit 1, noch was. Und das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man meine Zeugnisse sieht und die zeigt. Und da kommen wir auch schon in die Welt, von der ich erzählen möchte. Es hat mit unseren Feldern zu tun. Ich sag mal, ich finde das total spannend, weil ich sag mal, ich finde das wirklich schrecklich, dass die Kinder immer an ihren Zensoren gemessen werden. Ja? Ja, meiner Meinung nach müssten die Zensoren abgeschafft werden und die Kinder wirklich an ihren Stärken gefördert und gemessen werden. Und das ist, ja, ich hatte jetzt auch gehofft in dieser besonderen Zeit, dass sich an den Schulsystemen doch einiges ändert, ja. Und das hat sich aber nie. Aber ja, das war jetzt bloß so kurz eingeworfen, weil ich finde das so fantastisch, wenn du sagst, in der 7. Klasse rausgeworfen und 8 Jahre später
Medizin studiert und mit einem ganz anderen Zeugnis. Das sieht man auch, wenn jemand für was brennt, ja, was wirklich ja, brennt, dann reißt man Welten ein und dann sind die Zensuren oder das, was man in der Schule lernt, nicht unbedingt ausschlaggebend, weil ausschlaggebend ist das, was ich im Leben lerne oder was mache ich aus meinem Leben. Absolut. Und es geht immer darum, seinem Selbst zu folgen, sein Selbstempfinden zu folgen. Und das ist mir immer gelungen. Das heißt, ich wusste erst später, warum das so möglich war für mich. Das habe ich natürlich da nicht gewusst. Ich wusste nur, dass ich alles realisieren kann, was ich möchte. Und dass ich immer dem Weg immer Stück für Stück nachgegangen bin. Später habe ich erst erfahren, alles, was in der Welt an Wissen da ist, alles, was in der Welt existiert an Materie, hat immer ein Feld. Das heißt, es existiert ein Feld, sagt man. Und ich glaube, ein Legastheniker ist auch einem bestimmten Feld angeschlossen, sogar einem Wissensfeld. Es ist nicht möglich, dass ich in so kurzer Zeit plötzlich so unglaublich viel lernen konnte. Ich habe auch gar nicht viel gelernt. Ich habe im Grunde genommen nur geschöpft. So hatte ich das Gefühl gehabt. Und das wäre ein großes Latinum nicht möglich. Sonst wäre das nicht möglich, so diese Noten zu bekommen. Aber es ist nicht wichtig, Medizin zu studieren. Es ist nur wichtig, wenn jemand eine Legasthenie hat, weiß er, er hat eine außergewöhnliche Fähigkeit und manche erkennen das auch selbst. Die meisten Künstler sind Legastheniker. Was sie malen oder was sie an Bildhauerei machen, wenn sie einen Löwen aus einem Stein hauen, dann ist das einfach unglaublich. Sie sagen, das ist ganz einfach, ich haue alles weg, was nicht aussieht wie Löwe. Also Legastheniker haben ein Raumvermögen und so hat man das bei mir später auch festgestellt. Man hat meine Intelligenz gemessen, als ich in der Schule war. Und das war eine Intelligenz, wo man gesagt hat, eigentlich nah am Schwachsinn, wenn man das nach den Regeln der Intelligenzmessung macht, was Schreiben, Rechnen, Lesen und so wichtig ist. Und später hat man festgestellt, dass meine Intelligenz auf weit über 180 war bezüglich Raumvermögen. Das heißt, Räume zu sehen, auch Menschen, Begegnungen mit Menschen zu haben und eine andere Wahrnehmung, eine andere Empathie, eine andere Verbindung zu spüren. Das wird auch heute das Thema sein. Einerseits und andererseits auch, wie kann ich mich ausdrücken in meiner Welt? Wie will ich in meiner Welt leben? Ich habe etwas in mir, jeder von euch hat etwas in sich, das spürt er. Einige haben das Gefühl dafür verloren, die Anbindung dafür verloren. Sie können nicht mehr antworten, genau was ist das, was mich bewegt, was mich berührt. Und wenn du das wieder hast, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Dann gehst du leicht und entspannt durch dein Leben. Du bist in der Lage, alle Dinge zu bewältigen, egal was auf dich zukommt. Und da möchte ich euch gerne von meiner Forschung erzählen und auch von meiner Erkenntnis und wie ich dazu gekommen bin. Vielleicht einen kleinen Weg. Ja, das klingt total spannend, weil ja, es ist, wenn man weiß, dass es zwischen Himmel und Erde irgendwas gibt, was man nicht sehen kann, aber man nimmt es irgendwie wahr. Ja, und ich glaube, die Zeit ist momentan auch so, dass immer mehr Menschen wirklich aufwachen und wirklich merken, dass es was anderes noch gibt, was man selber erstmal dann nicht fassen kann. Manchmal bekommt man vielleicht auch einen Schreck und denkt, was war das jetzt oder was ist das jetzt? Ne? Und ja, und man bewegt sich aber immer mehr in dieses Feld, habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Also ich möchte ganz kurz erzählen, ein Medizinstudium hat mich natürlich total begeistert. Das heißt, die Vorklinik war so fantastisch. Ich habe so viel gelernt von dem menschlichen Körper. Und dann kam ich in die Klinik und dann war ich zutiefst schockiert. Ich war deswegen schockiert, weil Menschen glaubten, dass ich sie gesund machen kann. Weil die Spritze, das Medikament, sie glaubten daran, nicht an sich selbst. Das heißt, welche Kräfte sie selbst hatten, sondern sie waren immer der Meinung, dass andere dafür zuständig sind und anderes regulieren. Und ich habe Gott sei Dank ein Buch in die Hand bekommen, damals 1979, Salutogenese von Aaron Antoniewski. Vielleicht kennt der ein oder andere den Ansatz, die Medizin, da gibt es das Wort der Pathogenese, das heißt Ursache von Krankheiten. Wir versuchen dann, die Ursache von Krankheit zu finden. Bei der Salutogenese geht es um Ursache von Gesundheit. Die Gesundheit wird definiert als eine Fähigkeit, dass du der Welt, in der du lebst, die Welt, die du siehst und wahrnimmst, dass du sie so handhaben kannst und handhabst auf eine sinnvolle Art und Weise, dass dir gut geht und dass du glücklich bist. Das ist der Ursprung von Gesundheit, von Salutogenese. Das existiert in der Medizin überhaupt nicht, dieser Ansatz. Es existiert nur der Ansatz, dass der Mensch behandelt wird und nicht, dass der Mensch selbst in der Lage ist, selbst aktiviert seine eigene Regulation mit zu beeinflussen. Seine eigene Gesundheit auch funktionell jetzt mit zu beeinflussen. Nämlich über den Weg, dass er eine Fähigkeit hat, im Leben sich wohlzufühlen, glücklich zu sein,
es als angenehm zu empfinden, da wo er gerade steht und ist. Aber wir wissen heute, 80% der Menschen sind nicht mehr dazu in der Lage. Wie ist sowas möglich? Das heißt, das hat mich auch schockiert, als ich sich die Studie gelesen habe, warum haben 80% der Menschen nicht mehr diese Anbindung an sich selbst. Es gibt mal so eine Aussage von einem Religionsphilosophen, der heißt Thomas von Aquin. Der sagte mal vor 400 Jahren schon, ein Dreifaches ist des Menschen Heil, was ich glauben soll. Und viele Menschen wissen heute nicht so recht, was sie glauben sollen. Da wird ja alles Mögliche erzählt. Und da sie nicht den Zugang zu sich selbst haben, nehmen sie oft Dinge an, die andere erzählen, die wahr sind. Aber die sind nicht wahr, teilweise. Der Ja, zweite. ich sag mal, die Menschen sind auch sehr, sehr angstgesteuert und durch aus dieser Angst Absolut. heraus schneiden sie sich ja komplett ab. Ja, wenn du dich selbst verloren hast, dann hast du Angst vor bestimmten Dingen, die du gar nicht haben brauchst. Der zweite Punkt ist, was du bedarfst. Seine Bedürfnisse. Viele Menschen kennen überhaupt gar nicht mehr ihre Bedürfnisse. Wenn du sie fragst, was ist denn das, was du gerne machen möchtest, für dich, nur für dich, und dann überlegen sie ganz lange. Ich habe dazu eine kurze Geschichte. Auf meinem Seminar war mal eine Frau, die hat drei Kinder gehabt, einen Hund und einen Mann. Und Die Reihenfolge, drei Kinder, ein ja, Hund genau. und ein Mann. Und an einem Tag sagte der Mann: Du, weißt du was? Heute hast du den ganzen Tag für dich. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus, mit den Kindern raus und ich bin weg und du kannst machen, was du möchtest. Ist das nicht toll? Und sie sagte: Ach Jürgen, das war so schön, dass mein Mann dann weg war, mit den Kindern einfach mal diesen Freiraum zu haben. Dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt und dann saß ich ungefähr eine Stunde da und mir ist nicht eingefallen, was ich jetzt nur für mich machen konnte. Ich habe dann das Haus geputzt, obwohl es sauber war. Und da wurde ihr klar, dass die Bedürfnislandschaft, jeder von uns hat eine Bedürfnislandschaft, hat Bedürfnisse, die unabhängig sind von dem partnerschaftlichen Leben oder auch von dem Leben mit der Familie. Etwas Eigenes zu haben, was nur für sich ist, das haben die meisten Menschen verloren. Das fühlen sie nicht mehr. Und wenn sie es teilweise fühlen, dann ist das kaum möglich, das umzusetzen. Das heißt also die Realisierung. Ich möchte euch heute erzählen, auf welche einfache Art und Weise es wieder möglich ist, das zu realisieren. Als du Kind warst, klein warst, da hast du genau das gemacht. Du bist ins Leben gegangen, du bist mutig ins Leben gegangen, du warst begeistert, du bist auf Bäume geklettert, bist runtergefallen, bist wieder hochgeklettert, du bist beim Laufen lernen 10-mal, 100-mal hingefallen, hast immer wieder probiert. Wenn du erwachsen bist, dann ändert sich das. Du hast Teile von Begeisterung verloren, Teile von Mut verloren. Du bist auch teilweise in Ängste. Und wenn wir wieder diese Idee zurückbekommen und ein Kind hat ein Feld um sich, ein Körperfeld um sich, mit dem es geboren wird. Und wenn du dieses Feld hast wieder, wenn wir das wieder realisieren können, dann drückt sich genau das wieder in deinem Leben aus, von dir selbst. Und ich möchte euch heute darüber erzählen, weil ich mich genau damit beschäftigt habe. Mit dem Körperfeld, mit dem morphischen Feld, sagt man auch, mit dem formgebenden Feld, was unsere Gedanken, unsere Emotionen formt, was unseren Körper formt. Und das hat mich seit ein paar Jahrzehnten fasziniert mich das. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen und etwas darüber erzählen. Das klingt total spannend. Also ich bin, also wie gesagt, ich habe mich mit Quantenphysik auch schon mehrfach auseinandergesetzt, aber direkt mit diesem Feld, wo es jetzt bei dir rumgeht, um das Körperfeld noch nicht. Also bin ich jetzt total gespannt. Ja, man kann sagen, du kannst dein Feld bestellen im Grunde genommen. Es ist wie ein Feld, wie ein Bauer, der einen Acker hat. Du kannst das Feld wirklich bestellen. Und wenn du Kind bist und du bist eingeschult, da kommt die erste Herausforderung. Ein Kind ist lebendig in der Bewegung. Bewegung gehört zu unserem Leben. Wir haben bestimmte Kriterien, die zum Leben gehören, wie Atmung, Stoffwechsel, Fortpflanzung und Bewegung. Bewegung ist einer der interessantesten und bedeutsamsten Aspekte. Ein Kind bewegt sich nur. Wenn du ein Kind fragst, warum rennst du hier rum, wird es nie sagen, wegen der Gesundheit und damit ich leistungsfähig bleibe. Nein, um Gottes Willen, weil aus einer intrinsischen Lustmotivation heraus. Und die haben wir bei Erwachsenen, das weißt du selber nicht mehr. Man hat sie verloren irgendwo. Du wirst eingeschult und du musst einen Kompromiss machen. Genau mit diesem Aspekt. Du sitzt in der Schule, du musst einen Kompromiss machen. Dieser Kompromiss verändert etwas in dir. In deinem Körper, das weiß man heute. Wir haben in unserem Körper eine biologische Grundausstattung, das ist ein Schwingungsprozess. Wir sind ja ein System und Licht, aus Licht und Energie. Wir haben einen Schwingungszustand des Körpers. Und dieser Aspekt durch den Kompromiss
wird er eventuell reduziert, eventuell, wenn ich nicht mit dem Kompromiss übereinstimme. Viele Kinder sind in der Lage, diesen Kompromiss zu machen mit der Bewegungsveränderung und gehen dann wieder ganz aktiv nach der Schule dieser Bewegung nach. Die können das akzeptieren, aber der Großteil nicht. Und wenn du einen Kompromiss nicht akzeptieren kannst, dann reduziert er in dir eine Fähigkeit. Dann kommst du aus der Schule raus in die Arbeit. Auf der Arbeit musst du einen Kompromiss machen. Es geht nicht ohne Kompromiss in deinem Leben. Du wirst eine Partnerschaft eingehen und heiraten oder auch in einer Partnerschaft leben. Ohne Kompromiss kannst du keine Partnerschaft so leben, dass es euch beiden gut geht. Es geht nur über einen Kompromiss, weil wir anders denken. Nur, wenn dieser Kompromiss nur gemacht wird, um den Kompromiss zu machen, und du spürst in dir, dass du eigentlich dagegen bist, dann gibt es einen Verlust in deinem Körper oder eine Verletzung oder eine Belastung, die biologische Grundausstattung, so nenne ich das, weil das in der Wissenschaft so bekannt ist, dass die reduziert wird. Letztendlich, wenn du dann 30, 35 bist und du hast diese laufenden Kompromisse gemacht in Nicht-Übereinstimmung mit dir selbst, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dann geht dir das Gefühl für dich nach und nach verloren. Du spürst nicht mehr, wer du bist. Denn diese biologische Grundausstattung im Körper repräsentiert deine Bedürfnislandschaft, repräsentiert dein Gefühl zu dir selbst. Und was jetzt parallel passiert, dein Körperfeld wird mit verändert. Das heißt, dein Körperfeld bekommt eine andere Form. Und dein Körperfeld bildet ja auch, ist ja ein morphisches Feld, ist ein formgebendes Feld. Es bildet das dann genau ab, was du verursacht hast. Und du kommst aus diesen Sachen nicht raus. Wenn du Meditation machst, das ist eine wunderbare Form, dann versucht man über Meditation dieses Feld wieder in Harmonie zu bringen oder die Anbindung ans Gesamtfeld. Ich war lange Zeit Meditationslehrer, ich habe mit diesen Aspekten auch gearbeitet. Nur es ist unrealistisch, jeden Tag 1, 2 Stunden zu meditieren. Das ist einfach für viele nicht möglich. Für die es möglich ist, die haben die Chance, wieder das Feld in Bewegung zu bringen. Aber wir sprechen ja hier über realistische Dinge. Und für mich war immer bedeutsam, wie kann ich etwas Realistisches im Alltag, wie kann ich da etwas machen, sodass ich wieder zu meinem Ursprungsfeld mich hinbewege und dass ich da wieder das Feld bekomme, was ich bin. Dass ich mich fühle, dass ich meine Ideen spüre und dass ich das spüre, was ich mich bewege. Und darüber können wir jetzt den Rest des Interviews auch drüber sprechen. Ja, ich finde das so sehr spannend, weil, sag mal, diese besondere Zeit, wo die Kinder jetzt weniger in der Schule waren, zum Beispiel, ja, habe ich das Gefühl, dass die Kinder, obwohl die viel weniger Lernmöglichkeiten eigentlich hatten, viel Ja. mehr gelernt haben. Das ist so, die erste Zeit war doch ziemlich herausfordernd, um sich erstmal wieder neu zu organisieren. Aber schlussendlich ist es so, dass dadurch, dass sie sich wieder mehr bewegt haben, auch wieder mehr Freude am Lernen gehabt haben. Also, mein Sohn ist jetzt viel, viel, viel mehr wieder mit dem Fahrrad unterwegs, wo er einfach zu Knülle war nach der Schule, wo er einfach keinen Bock Ja. hatte, irgendwas zu unternehmen. Und diese Absolut. Unternehmungslust ist wieder gekommen. Und es gibt auch Tage, wo er ziemlich geschlaucht ist, ja. Aber schlussendlich denke ich, dieses Lernen im häuslichen Umfeld, das ist so ein Riesengeschenk. Und ich hoffe, dass das noch weiter ausgebaut wird. Er geht jetzt jeden zweiten Tag in die Schule, also immer Montag und Mittwoch, Freitag und die Woche drauf Dienstag und Donnerstag. Also Ja. hat er auch immer gut frei. Und meinetwegen könnte das gerne so weitergehen. Ja, weil er nutzt seine Zeit einfach intensiver und er hat sich ja einfach viel, viel besser entwickelt. Es war gestern ein guter Freund da, der hat ihn ein halbes Jahr nicht gesehen, der sagt, wow. Ja, und das ist so. Man merkt es selber ja gar nicht, wenn man immer mit den Kindern im Kontakt ist, ja. Aber man merkt es, wenn man bei Freunden ist, wie die Kinder eine Weile nicht gesehen hat oder Bekannten oder wie auch immer. Und ich denke, wenn die Eltern auch immer besser verstehen, dass wir die Bewegung brauchen, ja, wieso sind denn die Kinder eigentlich so bewegungsfaul? Weil wir es auch sind. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und bei uns war noch viel, viel mehr Bewegung da. Ja, und wie du schon gesagt hast, wir sind auf Bäume geklettert, wir sind runtergefallen und sind wieder hochgeklettert. Das ist heute irgendwie zum Teil nicht mehr so. Und das ist traurig. Und ich denke aber jetzt, durch diese besondere Zeit kommt dieser Bewegungsdrang bei vielen wieder. Ist auch bei Erwachsenen. Man sieht einfach viel mehr Leute wieder, die nehmen sich die Zeit für einen Spaziergang, die gehen walken, die fahren Fahrrad. Es ist mehr in Bewegung gekommen. Ja, und das finde ich gut.
Ja, dann lass uns jetzt gerne reden, wie wir unser Feld wieder zurückbringen, dass wir alle wieder die Lust am Bewegen haben. Also die Bewegung ist schon ein ganz wichtiges Element. Du kommst über Bewegung dir selber näher. Aber nie, nicht über die reine funktionale Bewegung. Wenn du ins Fitnessstudio gehst oder wenn du einfach eine funktionsausgerichtete Bewegung machst, dann dient das der Leistungsfähigkeit, der Fitness, gar keine Frage. Aber du schaffst nicht die Aspekte, wieder dein Feld aufzubauen oder wieder den Bezug mehr zu dir selbst zu bekommen, nur teilweise, nur als kleinen Punkt. Ich muss ein bisschen zurückspulen, als ich dann aus der Klinik geflüchtet bin. Ich bin aus der Klinik geflüchtet und weil ich nicht mehr daran arbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, Kuration ist nicht mein Thema. Das heißt, Krankheiten zu heilen ist nicht mein Thema. Ich habe viele Freunde, die heute noch eine Praxis haben, die sind begeistert darin zu arbeiten. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Guck, dass du die Begeisterung hast für das, was du machst und guck, was dich interessiert, dann spielt es keine Rolle. Denn ein guter Arzt zu sein oder eine Faszination zu haben, dafür ist wunderbar, wenn du damit arbeitest. Nur bei mir war ein anderes Feld. Bei mir musste sich was anderes auftun und ich habe dann eine Präventionsanlage eröffnet mit über 68 Kursstunden 1982. Das ging über 3 Etagen und ich habe die Faszination gehabt, Menschen in Bewegung zu bringen, ihren Lebensstil wieder zurückgewinnen zu lassen. Das heißt, sich Gedanken zu machen über das, was sie an Nahrung aufnehmen, über Gedanken zu machen über das, wie sie sich bewegen sollen. Aber das war zu sehr rational überlegt damals von mir. Das war noch nicht da, worüber wir heute sprechen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe Menschen versucht zu motivieren, sich zu bewegen. Das kannst du aber nicht. Wenn du keine intrinsische, von dir aus angetriebene Bewegung hast und du kriegst sie nur immer auferlegt, dann ist das so Art den inneren Schweinehund überwinden. Und das bringt dich nicht zu sehr weiter, wenn du dich quälen musst und immer wieder quälen musst zur Bewegung, das ist nicht das Ziel. Und das habe ich gemerkt in der Zeit, als ich meine Sportanlage hatte. Und da habe ich auch die besten Beobachtungen gemacht mit Menschen. Darauf jetzt einzugehen, würde den Rahmen sprengen, was ich da festgestellt habe, was ich beobachtet habe, auch legasthenisch, wie Menschen sich bewegt haben und wie ich dann herausfinden konnte, warum bestimmte Aspekte nicht möglich sind bei Menschen, warum sie in Bewegungsaktivitäten nicht bleiben können. Das war eine ganz interessante Beobachtung. Und zwar habe ich die in der Bewegung den Muskel rappeln sehen. Das heißt, er ging durch einen, wie kann man so sagen, durch einen ruckelnden Aspekt. Habt ihr sicher auch schon mal gemerkt, wenn ihr euch bewegt. Und dieser ruckelnde Aspekt war im Grunde genommen immer eine Botschaft des Körpers an die Person selbst. Das heißt also, der Körper hat versucht, über einen Schwingungsprozess, über eine Oszillation nennt man das, über die Myokine, über die Muskelorgan oder über die Muskelbindegewebsaspekte, Myokine, Botenstoffe zu transportieren. Wir wissen heute in der Wissenschaft, Bewegung transportiert Botenstoffe zum Gehirn, zu unseren Organen und das macht der Körper permanent. Unser Körper ist für Gefühle zuständig, für Emotionen zuständig und der dient im Grunde genommen dem Gehirn. Wenn du neu denken willst, dann kannst du das nicht über neues Denken. Du kannst es nur mit Hilfe des Körpers machen. Viele Mentaltrainer heute, die neue Aspekte von Denken etablieren wollen über positives Denken oder über Autosuggestion. Das ist eine kurzfristige Hilfe, ja, aber langfristig verändert es nicht dein Denkkonzept, weil neues Denken kann nicht über neues Denken entstehen. Das wissen wir heute aus der Wissenschaft. Wir brauchen immer den Körper dazu und wir brauchen diese Botenstoffe vom Körper. Und als ich das beobachtet habe in meiner Sportanlage, da habe ich mich gefragt, warum macht der Muskel sowas? Da wusste ich das noch gar nicht. Das war vor 30 Jahren. Warum macht dieser Muskel das? Und da habe ich versucht, das herauszufinden, zu lernen von anderen. Ich habe also Fachleute gesucht, weltweit. Ich habe Experten gesucht, die mir erklären können, warum das so ist. Ich bin im Sportärztebund schon seit fast 30 Jahren. Ich bin damals hingefahren zu den verschiedenen Kliniken, habe versucht, mit Fachleuten zu sprechen. Kein Mensch hat sich mit diesem Aspekt je beschäftigt, warum der Körper diesen Schwingungsprozess hat. Und ich will ein Beispiel erzählen. Wenn du mal eine schlechte Nachricht bekommst, die besonders schlecht ist, dann wirst du weiche Knie bekommen. Oft sagt man auch, ich habe dir was zu sagen, kannst du dich mal hinsetzen? Hast du sicher schon mal gehört. Und wir glauben, dass diese weichen Knie eine Schwäche sind. Aber es ist nicht so. In dem Moment, wo du die schlechte Nachricht bekommst, fängt dein Körper an zu vibrieren. Deine Muskeln
verändern ihr Verhalten, ihr Bewegungsverhalten. Das drückt sich aus, dass du dann praktisch zusammensinkst. Aber in dem Moment werden ganz viele Botenstoffe zu deinem Gehirn transportiert, damit du eine andere Möglichkeit findest, damit du eine andere Option hast, damit du andere Möglichkeiten hast, dein Leben wieder so weiterführen zu können, wie du es gerne machen möchtest. Da verhilft der Körper dir permanent, das einzurichten. Das ist so ein Mechanismus, den man in der Wissenschaft sehr genau schon untersucht hat. Und insofern sei dankbar für deinen Körper, den du hast, weil der Körper sorgt, versucht, für dich zu sorgen. Und was er parallel dazu macht, das ist das Spannende. Er versucht auch gleichzeitig, die Verbindung zum Feld aufzubauen. Deswegen spreche ich über Quantenmotorik. Das heißt also motorische Bewegung von Muskeln, versuchen, das Feld wieder aufzubauen, so wie du es vorher hattest. Nur du bist derjenige, der es boykottiert. Du bist derjenige, der durch deine Erfahrung immer wieder einen Einfluss darauf nimmt, auch wenn du mal eine neue Idee aufleuchtet, dass du sofort wieder aus dieser Idee rausgehst. Das heißt, du bist im Grunde genommen das Hindernis dafür. Und ich möchte euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie du diesen Boykott aufgeben kannst, wie du diesen Boykott sein lassen kannst und wie du einfach den Körper wirken lassen kannst, sodass er dafür sorgt, dass du wirklich deine neuen Ideen, die du hast, umsetzen kannst, dass du wirklich dich fühlst, dass du merkst, das ist das, was mich bewegt, das ist das, was ich machen will. Das sind meine Bedürfnisse und die gehe ich jetzt auch an und will sie auch so umsetzen. Ich will euch erzählen, wie ich auf das Aurafeld kam, auf das Quantenfeld. Ich bin ja Naturwissenschaftler und habe wirklich in den 70er Jahren und 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, keine Ahnung gehabt von dem, was da um uns herum ist. Und ich musste mich erst belehren lassen durch meine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist aurasichtig gewesen, als sie 12 war. Und als ich damals experimentiert habe mit den Muskeln, weil ich dachte, die Bewegung ist ein Aspekt, wie ich jetzt gerade auch erzählt habe, der dich vielleicht wieder zu dir bringt. Als ich da experimentiert habe, saß meine Tochter dort, schaute mich an und ich habe ihr dann gesagt, Sophie, ich habe ihr eine Brille mitgebracht, die bricht das Licht, setz doch mal auf und so, warte noch mal 10 Minuten, dann ist der Papa fertig, dann machen wir was zusammen. Und dann hat sie so eine bunte Brille, die ich mal mitgebracht habe von einem Seminar, hat sie aufgesetzt. Du kennst sicher solche Brillen, die das Licht brechen, ganz bunte Lichtfarben. Sie setzt die Brille auf und sagt, Papa, das sehe ich so auch. Ich sage, wie, was siehst du so auch? Und dann sage ich, mal mich doch mal. Und dann hat sie mich aufgemalt und zwar nur als Energie, also als Feld. Das heißt, als buntes Feld. In der Mitte war der Körper von mir, der war aber sekundär. Ne? Und ich sage, Sophie, was ist das denn? Ja, das bist du. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass ich das nicht sehe. Weil für sie war das normal. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Und sie dachte, jeder Mensch sieht im Grunde genommen gleichzeitig auch das Feld von einem Menschen. Und sie hat dann immer von Aula gesprochen. Und als sie in der Schule war, fing sie an zu erzählen, dass sie in der Physik die Energiefelder sieht, wenn man eine Physikvorführung gemacht hat. Und da haben die Lehrer zu ihr gesagt, Sophie, erzähl nicht so einen Blödsinn. Und immer mehr kam von außen der Druck, sodass sie das nach und nach leider verloren hat. Aber die Zeit, als sie das konnte, sehen konnte, hat sie mir geholfen, mir zu verstehen zu geben, welche Bewegung ich in welcher Art und Weise, mit welcher Verbindung von Sensorik, da komme ich gleich noch zu, machen muss, damit sich eine Dynamisierung im Feld einstellt und das Feld wieder eine normale Form bekommt. Und das war eine wirklich bedeutsame Zeit. Was ich dann gemacht habe, wie ich experimentiert habe, einen kleinen Eindruck jetzt. Und zwar, du erinnerst dich bestimmt, wenn du in Urlaub fährst und du bist am Meer oder du bist in den Bergen oder je nachdem, wo ihr hinfahrt, ihr habt alle so bestimmte Vorstellungen, wo ihr denkt, da, das liebe ich, am Meer zu sein oder in den Bergen zu sein oder in den Wäldern zu sein. Was passiert, wenn du, nehmen wir mal an, du liebst es, am Meer zu sein, du guckst aufs Meer und du stehst dort. Dann passiert plötzlich Folgendes, du hast neue Gedanken. Es strömen plötzlich neue Ideen auf dich zu oder du bist in den Bergen und du sagst dir, oh, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich das und das. Es gibt Forschung darüber, dass Menschen im Urlaub plötzlich neue Ideen haben, dass sie neue Eindrücke haben. Und das kommt dadurch,
weil du eine Begegnung mehr mit dir selbst hast. Das heißt, du bekommst deine eigenen Ideen. Es gibt einen Philosoph, der heißt Platon, der sagte mal, der Brief, also die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Und wenn du in die Natur schaust, dann erkennst du etwas von dir. Dieser Brief, das bist du. Das heißt, du spürst plötzlich mehr von dir. Und jetzt die Frage, wenn du nach Hause kommst aus dem Urlaub, wie viel davon setzt du in deinem Alltag um? Nichts. Nicht, Gibt Studien darüber? weil ich sag mal, durch den Urlaub drehe ich ja mal kurz Cool. mein Hamsterrad aus und nach dem Urlaub Ja. drehe ich da wieder ein. Ja, du hast es vergessen. Du kannst es nicht nur nicht umsetzen, du hast es vergessen. Und Einstein hat so was ganz Geniales gemacht. Der hat sich einen Block mitgenommen, immer, wenn er in der Natur war. Und wenn ihm die Einfälle kam, dann hat er sofort aufgeschrieben alles. Wenn er nach Hause kam, hat er sich das vorgenommen und hat geguckt, ach so, das habe ich da gedacht. Er wusste es auch zu Hause gar nicht mehr. Und das würde ich dir mal empfehlen. Mach es einfach mal, wenn du die Gelegenheit hast in nächster Zeit. Und du bist in der Natur und den Einfall, den du hast, schreib ihn sofort auf. Du wirst ihn vergessen haben, wenn du nach Hause gehst. Das ist mir Und gestern erst passiert, da hatte ich einen genialen Einfall und da habe ich gedacht, na, der ist so genial, den brauche ich nicht aufschreiben. Ne? Und ich bin nach Hause gekommen und seither überlege ich seit gestern, ich weiß nicht mehr, was es war, ne? Nicht mal irgendwie in eine Richtung. Ich habe ja, ich hatte das Handy dabei, ich hätte es einfach kurz eintippen können. Ja? mach es wirklich sofort. Ich mache es immer, wenn ich nachts aufwache. Und manchmal denke ich auch, ach du, das ist ja so logisch und so schlüssig und so genial, das brauche ich doch nicht aufschreiben. Ich stehe morgens, wach auf und dann schreibe ich das hin. Nie. Ich habe es. Ist weg. Und das ist so eine Faszination. Und ich habe mit der Natur experimentiert. Ich habe dann gesagt, wie ist das möglich? Warum kann ich das im Alltag? Warum habe ich diesen Zugriff nicht? Genau auf sowas Elementares, was mein Leben betrifft, was meine Möglichkeiten betrifft. Und warum kann ich das nicht haben? Ein Legastheniker hat das übrigens. Der hat diese Fähigkeit dazu, immer wieder unabhängig von der Natur, auch an seinem Schreibtisch sitzend, plötzlich diesen Aspekt von Veränderung zu spüren, wenn er die machen muss, wenn es nicht mehr seinem Selbst entspricht. Immer diese Korrektur zu machen. Aber für alle anderen jetzt, die im Grunde genommen spüren, dass das wirklich nicht mehr fühlbar ist, was mein Leben ausmacht, warum ich hier bin, welche Dinge ich machen will. Die Natur ist ein Aspekt. Und jetzt habe ich experimentiert, welche Bewegung brauche ich zu welcher Natur, damit ich eine Substanz in meinem Körper wieder entwickle. Ich habe gerade von der biologischen Grundausstattung gesprochen, dass die wieder aufgebaut wird vom Schwingungsprozess her, sodass das ganz natürlich ist, dass meine Gedanken wie am Meer auch im Alltag auf mich zukommen. Und ganz natürlich ist, dass ich die Begegnung mit mir selbst habe, sogenanntes Aufwachen, sagt man dazu, dass ich ein Bewusstsein bekomme plötzlich zu mir selbst und mein Leben so lebe, und zwar so sozialverträglich, dass es kein egoistischer Trip ist. Das heißt, ich mache etwas zum Beispiel, ich habe eine Familie, habe ich ja erzählt, 5 Kinder, eine Frau und ein Hund zu Hause. Und ich mache Dinge nur für mich, die mit den anderen gar nichts zu tun haben. Das heißt, und die anderen merken es kaum. Das heißt also, aber ich mache Dinge, die nur für mich sind, ganz alleine. Und das ist so bedeutsam, weil es gleichzeitig auch Kraft gibt für die anderen, weil ich gleichzeitig auch im Grunde genommen kraftvoll da bin und in Freude da bin und die anderen wirklich was davon haben, wenn ich für mich sorge, so kann man das sagen. Und genau das habe ich herausgefunden. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben, 2000, im Jahre 1999, die Zusammenhänge, die ich mit meiner Tochter dann erkundet habe, welche Bewegung mit welcher Natur in Verbindung gebracht, dynamisiert das Feld und baut gleichzeitig die biologische Grundausstattung auf, also den Schwingungsprozess im Körper. Und das haben wir dokumentiert. Und das ist eine ganz einfache Bewegung sind es, die wir nur sensorisch, wir nennen das sensorisch. Wir kombinieren Bewegung mit Naturaspekten oder mit einer Farbe oder mit einer Idee oder mit einem Klang. Diese Zusammenhänge habe ich untersucht und da ist dann ein Film rausgekommen, ein Körperfeld-Coaching-Clip nennen wir das, ein kurzer Film, wo du Natur und Bewegung siehst, du brauchst es nur anschauen, du schaust da drauf und dann fängt an, sich das in dir zu bewegen. Und dann fängt an, diese Ideen plötzlich, dass du Optionen plötzlich siehst. Und es fängt an, dass du plötzlich merkst, du hast es nicht nur im Kopf, was da erscheint, sondern du hast mehr und mehr die Fähigkeit, es auch zu tun. Das heißt, es sind ja zwei Dinge, was man denkt, was man machen könnte und was man dann tut. Und da baut sich dann nach und nach, das dauert natürlich manchmal einige Monate, eine Substanz auf.
sodass du immer mehr du selbst sein kannst, immer mehr dein Leben lebst, und zwar so, dass auch deine Freunde, deine Familie wirklich gute Erträge haben da drin, weil du halt eine andere Position hast. Du gehst keinen egoistischen Trip, sondern du arbeitest sozial verträglich. Das gelingt dir unglaublich gut, du glaubst es gar nicht. Ich bin zum Beispiel Golfer. Ich fasziniere mich für den Golfsport, der dauert immer ziemlich lange. Trotzdem schiebe ich den immer so ein, dass meine Frau noch nicht mal mitbekommt. Manchmal fragt sie abends, hast du heute gegolft? Obwohl ich ja eigentlich meine Firma habe und viel zu tun habe hier. Trotzdem gelingt es mir, bestimmte Räume für mich einzubauen, und das ist ein wunderbares Gefühl. Ja, jetzt hast du den Spannungsbogen so hochgeschraubt schon. Hast du denn ein Beispiel für uns, wo man, kann man da eine Übung machen, wo man sagt, man fühlt das jetzt gleich? Ja, du kannst zum Beispiel, ich würde dir mal empfehlen, geh mal raus in den Wald und schau auf den Baum, auf die Blätter als Beispiel. Schon in dem Moment auf einmal hast du ein Gefühl, dass etwas anders ist, sich verändert. Du weißt, Blätter schauen oder im Wald zu schauen, das sind ganz viele Informationen, Millionen an Informationen. Die erste Frage ist, warum wirst du ruhiger? Wir sprechen heute von Reizüberflutung und wir sind vielen Informationen ausgesetzt. Das stimmt nicht. Wir leben in einer Welt von Informationsarmut, was unser Gefühl angeht. Wir haben diese Informationsflut, die versuchen wir mit dem Kopf zu regulieren. Das geht nicht. Wenn du im Wald bist, am Baum, kannst du diese Millionen Informationen nicht mit dem Kopf erfassen. Du bist gezwungen, die Begegnung mit dem Körper zu haben, und die hast du dann. Und dann wirst du auf einmal ruhiger. Wenn du jetzt die Arme streckst, nach oben, eine ganz bestimmte Übung, so als V. Ne? Du streckst deine Arme nach oben. Das ist eine ganz, ganz spezielle Übung dafür. Und du bewegst dann deine Arme von oben nach vorne, wenn du den Baum anguckst. In dem Moment fängt ein höherer Schwingungsprozess an, in deinem Körper zu arbeiten. Und in dem Moment kommen ein paar Ideen, die dazu mit zu tun haben, mutiger zu sein, für eine Sache, die du vielleicht machen wolltest, einfach einmal mehr Mut zu bekommen. Oder für eine Sache, wo du merkst, ach Mann, das wollte ich schon morgen machen oder heute machen, jetzt mache ich es morgen oder übermorgen, die Antriebskraft, dass du eine Antriebskraft erhöhst. Das ist so eine ganz einfache Übung, die man machen kann. Wir haben natürlich vielfältige Übungen in einem Film im Grunde genommen wiedergespiegelt mit verschiedenen Naturaspekten und haben diese Kombination erforscht, die du anschauen kannst, nur 5 Minuten oder 15 Minuten. Aber du kannst auch selbst schon diese Empfehlung nutzen, dass du jetzt dir bewusst bist, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Die Natur ist etwas, das du wirklich, jetzt mal eben abschalten, dass du wirklich im Grunde genommen jetzt schon dieses Bewusstsein hast, zu einem Teil deines Erwachens, dass du jetzt dieses Bewusstsein hast, die Natur ist so bedeutungsvoll für mich, dass sie mich unterstützt. Das ist hartnäckig. Ja, das ist hartnäckig. Das Telefon ist gerade hartnäckig, aber wir kriegen das hin. Und das ist jetzt weg. Also, das ist meine Empfehlung, die ich machen kann. Und ich habe hier 2 Telefone in meiner Akademie. Ich bin gerade in meiner Akademie. Und dadurch ist das jetzt auf das andere umgesprungen. Aber ich glaube, das ist so eine Normalität eines Alltags. Genau. Auch, ich habe mir heute frei genommen, Mitarbeiter sind heute nicht da und ich bin alleine, aber das Telefon, manchmal kann man das nicht ändern. Also meine Empfehlung an euch, unmittelbar, unabhängig von meinem Produkt, von meinen Forschungen, diese Erkenntnis, Bewegung zu aktivieren, sich in der Natur zu bewegen. Viele Leistungssportler, die machen auch die Arbeit, die bewegen sich in der Natur viel lieber, als wenn sie in einer Halle trainieren oder auf dem Laufband trainieren. Und zwar, weil sie merken, dass dort die Erträge, das heißt deine Leistungserträge, die werden auch besser. Das heißt nicht nur dein Gefühl zu dir selbst, sondern auch die Leistungserträge werden besser. Und wir akzeptieren das jetzt einfach, dass ja unsere Arbeit auch hier, wie können wir die Dinge, die da sind, akzeptieren. Ja, das ist, Das ist so eine, ohne jetzt näher auf die Forschung einzugehen, aber das ist meine Beschäftigung seit 25 Jahren, um da wirklich eine Möglichkeit zu finden, erstmal zu erkennen, dass wir ein Feld um uns herum haben, was wir selbst erschaffen haben, auch in dieser Veränderung durch unsere Kompromisse, die wir einfach dummerweise gemacht haben und immer noch machen heute und von dem wir abhängig sind, plötzlich, und dass wir da gar nicht rauskommen und welche Möglichkeit wir haben, das Feld neu zu bestellen.
dass wir mehr die Bewegung ins Auge fassen, dass wir mehr die sensorische Bewegung, das heißt Kombination, die Natur ins Auge fassen, dass wir dafür sorgen, dass in unserem Büro Pflanzen sind, das ist ein ganz bedeutender Faktor, dass wir Begegnung schaffen, die uns selbst wieder mehr unterstützen, zu uns zu kommen. Also gefühlt, sage ich mal, ist, also wenn du jetzt das so gerade beschreibst, ja, ich gehe, habe immer so meine Runde, meine Spazierrunde, und da ist ein großes Stück Wald, ja, da laufe ich aber vielleicht erstmal so einen Kilometer, bis ich in den Wald komme, ja. Und wenn ich in den Wald reingehe, das ist irgendwie immer wie, ja, wie aufatmen, wie ein Stück nach Hause kommen. Das ist wirklich so dieses Gefühl. Ja. Und ja, ich bin heute Abend schon richtig gespannt. Ich werde dann die Übung machen, die du jetzt uns gerade erklärt hast. Aber das ist schon so, wenn man das so bewusst wahrnimmt. Ja, und das ist so, ja, also ich sag mal, ich war mal eine Zeit lang im Fitnessstudio, dann das war überhaupt nicht meins. Also ich habe mich dort eingesperrt gefühlt. Es war immer nur in Zwang. Also es hat mir null Freude bereitet. Ja. Ja, das, was du auch angesprochen hast, wo man wieder Freude an der Bewegung haben sollte. Und ich liebe diese Runde, mein Sohn geht da manchmal mit und sagt ja, aber gehst du durch den Wald? Also das ist dann die Runde, die dehnt sich dann nochmal aus. Also man kann die auch kürzer gehen, aber da kommt man nicht durch das Waldstück. Und dann sage ich, ja, ich gehe die große Runde, dann streikt er. Wenn ich dann die kleine Runde gehe, dann kommt er eher mal mit, ja, dann fehlt mir aber mein Wald. Und manchmal geht er auch die große Runde mit, aber selten. Aber ich werde nicht versuchen, mehr dazu zu motivieren. Das ist eine tolle Beschreibung, die du gerade machst, Ines. Du gehst in den Wald und hast das Gefühl, du kommst nach Hause. Das ist ja wirklich unglaublich. Und was auch eine wirkliche Erkenntnis ist, vielleicht heute sehr bedeutungsvoll, wenn du dein Feld in Ordnung hast, dann hast du im Grunde genommen auch dein Immunsystem sehr stabil. Und du musst dir keine Gedanken machen über irgendwelche Viren. Es gibt kein Virus, der dich angreifen kann. Das heißt, wenn du dein Feld in Ordnung hast. Wenn du ein gutes, funktionierendes Feld hast, ist es sehr schwierig. Auch zum Beispiel Strahlen, wir sind heute ausgeliefert, Handystrahlen oder viele Masten, die da sind, wenn wir durch die Stadt gehen und über WLAN und so weiter. Wenn du dein Feld in Ordnung hast, dann werden diese Schwingungen transformiert. Die verletzen dich nicht, die erreichen dich nicht. Deswegen ist es so bedeutungsvoll, wirklich sich um sich zu kümmern. Je mehr du dich um dich kümmerst, dass du eine Ordnung spürst in dir, dass du dich fühlst, umso weniger musst du dir Gedanken machen, dass irgendwas da ist, was dich belasten könnte. Weil du das jetzt gerade so ansprichst, das ist wirklich so dieses Gefühl, ich erde mich immer sehr, sehr stark, ich zentriere mich auch am Tag mehrfach, ja, ja. Und ich merke das zum Beispiel auch gerade, wenn man mal in größeren Einkaufspassage ist oder so, dann merkst du auch immer, irgendwas passt hier nicht. Dann tue ich mich ganz kurz nochmal neu erden, nochmal neu zentrieren, ja. Und dann ist es wie so ein Schutzwall um einen, ja, also dann prallt es wirklich ab. Absolut. Absolut. Und der entscheidende Faktor ist, heute wird auch immer erzählt, was sollst du essen zum Beispiel. Ne? Was sollst du essen? Ja. Und da, wenn man mit dem Kopf anfängt zu denken, vegetarisch, vegan oder Fleisch essen, man wird ja verrückt dabei, wenn man seinen Kopf einsetzt. Wenn du das Feld um dich herum hast, dann gibt es die Antwort aus dir heraus. Du musst dir keine Gedanken darüber machen. Du gehst einkaufen in irgendeinem großen Einkaufsladen und du merkst, wenn du irgendwo hingreifst zu einer Ware, plötzlich auf einmal, dass da an der Hand stehen bleibt. Das heißt, dass du plötzlich etwas anderes nimmst. Je mehr du bei dir bist, umso mehr kannst du dich darauf verlassen, dass du einkaufen gehst und die richtige Nahrung nimmst, die du mit nach Hause nimmst und wo du dich nährst. Und das ist sehr individuell. Bei manchen Menschen ist es so, dass sie einfach einen Teil von Fleisch brauchen. Bei vielen ist es so, dass sie vegetarisch leben oder andere auch vegan leben. Es gibt keine Generalisierung bezüglich Nahrungsaufnahme. Denn wir haben ja mit der Nahrung, haben wir mit Lichtquanten zu tun, mit Photonen. Nahrung ist ja, wir sind ja Lichtsäuger im Grunde genommen. Wir essen ja nicht die Nahrung, wir essen ja das entsprechende Licht, was die Nahrung ausstülpt. Und da sind halt in verschiedenen unterschiedlichen Nahrungen unterschiedliche Lichtaspekte, die du benötigst, wichtig. Und Aristoteles hat auch schon gesagt, du hast ein inneres Gestaltungsprinzip. Wenn du dem angeschlossen bist, dann weißt du, was zu tun ist. Dann weißt du, was du essen sollst. Dann weißt du, welche Aspekte für dich im Leben wichtig sind. Wenn du dem nicht angeschlossen bist, dann musst du immer andere fragen. Es ist nicht verkehrt, andere zu fragen, Experten zu fragen. Wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst,
dann würde ich einen Experten fragen, wie du am besten trainierst, damit du den schadlos laufen kannst. Aber einen Experten zu fragen, ob du einen Marathon laufen sollst oder nicht, das ist falsch. Oder einen Experten zu fragen, auch was du jetzt essen sollst, das ist auch kein guter Weg. Sondern der bessere Weg ist, wenn du in dir fühlst, welche Nahrung du gerne nehmen sollst, dann kannst du einen Ökotrophologen fragen, mein Gott, was ist denn mit der Nahrung, wie ist die zusammengesetzt, wenn es dich interessiert. Aber im Grunde genommen haben wir so viel im Leben zu tun, nur für den, den es wirklich interessiert, der kann sich damit beschäftigen. Die anderen müssen es nicht tun, brauchen es auch nicht. Das hast du nicht notwendig da drin. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Thomas von Aquin, die drei Dinge. Da habe ich einen dritten nicht gesagt. Ein Dreifaches ist Menschenheil, was du glauben sollst, was du bedarfst, deine Bedürfnisse zu fühlen, zu empfinden. Und das Dritte ist, was du tun sollst. Du wirst immer sicherer daran sein, wenn du dich selbst fühlst, ein eigenes Gespür für sich hast, was du tust und was du tun möchtest. Und du wirst es dann auch immer tun. Es wird ein Gleiten sein durch deinen Alltag. Es wird viele Stürme geben auch in deinem Alltag, die ändern sich nicht, aber du wirst den Stürmen anders begegnen. Es wird viele außergewöhnliche Situationen geben, die ändern sich auch nicht großartig. Nur deine Position dazu ändert sich. Du handhabst sie anders, auf eine eigene Art und Weise, sodass du immer wieder Wohlbefinden für dich entwickeln kannst. Und das ist so ein bedeutender Faktor da drin. Ja, da kann ich nur recht geben, weil ich habe viele solche Sachen schon jetzt, gerade in den letzten Monaten, kennenlernen dürfen, spüren dürfen. Ja. Und ja, also wenn wir es zulassen, sind wir geführt, sind wir getragen. Und wenn wir angebunden sind, ist das ein leichtes. Ja. Genau. Lieber Jürgen, du hast uns total fasziniert mit deinen Ausführungen und ja, mit deiner Art. Man spürt richtig, du sprühst, ja. Und möchtest am liebsten heute noch die Welt einreisen, habe ich so das Gefühl. wie finden wir dich? Oder wie also du kannst, wir können ja hier drunter ich habe ein E-Book für euch, das heißt Gratis-E-Book Körperfelder. Da sind so ein paar Dinge, die ich gerade erzählt habe, sind dort aufgelistet, die kannst du dann nachlesen. Auch die Erlebnisse mit meiner Tochter, mit der, wie sie das Quantenfeld oder die Aura gesehen hat. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das kannst du direkt hier unten auch anfordern. Und du hast dann auch die Verbindung zu mir mit der Akademie. Du kannst mir eine Mail schreiben. Du kannst mich anschreiben. Bei uns wird jede Mail beantwortet. Die meisten auch von mir ganz persönlich. Du kannst mich direkt anschreiben und Fragen stellen. Und das mache ich ganz gerne, das zu tun. Wir können auch noch eine weitere Möglichkeit anbieten, wenn du magst. Und zwar, wir haben ja Körperfeld-Coaching-Clips, über die ich gesprochen habe gerade. Die kannst du einfach mal über 4 Wochen kannst du sie ausprobieren. Wir können die nicht ganz gratis anbieten, aber ich kann dir 50% Ermäßigung geben für den einen Monat. Und du kannst sie einen Monat lang probieren und kannst dann wieder rausgehen, wenn du möchtest. Und da hast du auch so eine Erfahrung mit mir zusammen. Du bekommst verschiedene Informations-Filmclips von mir, wo ich über alltagsrelevante Themen spreche. Das wird vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt sein, für dich das zu erproben in dieser Art und Weise. Ja, 50% ist ja schon ganz schön. Ja, dann sage ich vielen Dank im Namen der Aufwach-Community. Ja. Ich bin mir sicher, der eine oder andere würde es probieren wollen und es hat jetzt auch alles so spannend geklungen und wenn man sich wirklich mehr beeinflussen kann und mehr wieder zu sich selbst findet, das ist unbezahlbar, finde ich. Ja, ich glaube, dafür lohnt es sich zu sein, im Grunde genommen, dass man immer guckt, wie viel ist von mir noch da. Und es ist egal, wie alt du bist, wenn du 50, 60, 70, 80 oder 90 bist, dann ist immer der Aspekt da, wie spüre ich mich noch und inwieweit habe ich wirklich noch die Lust, die nächsten Schritte zu gehen und mich zu beschäftigen mit meinem Leben und auch herauszufinden, was mir Spaß macht, dem auch nachgehen zu können. Ist egal, in welcher Situation, wenn du 30 bist oder 40 und hast 5 Kinder oder 10. Ich habe einen Freund, der 10 Kinder und dem gelingt es wunderbar. Im Grunde genommen, trotz dieser 10, mit einer Frau 10 Kinder, ist unglaublich. Und dem gelingt es. Meine nächste Frage gewesen, ja, dem gelingt es wunderbar. Und der hat noch einen wirklichen Beruf, einen anstrengenden Beruf. Und dem gelingt es so wunderbar, wenn man dem begegnet, dann merkt man auch, dass er in einer Freiheit lebt. Und man kann sich nicht vorstellen, 10 Kinder zu haben zu Hause dann. Aber ist egal, welche Situation da ist.
Es lohnt sich, diese Schritte zu machen, um wieder mehr und mehr dein Feld in Bewegung zu bringen und dein Feld zu spüren und auch dich zu fühlen. Also kann ich euch wirklich empfehlen, daran zu arbeiten und ja, das zu machen. Ja, das ist, das, man hat auch so das Gefühl, dass, wie soll ich jetzt sagen, dass man, manche Tage fühlt man sich mehr, manche Tage weniger. Und du hast erst angefangen bei 50, dann bist du nochmal auf 30, 40-Jährige gegangen. Aber es gibt auch schon sehr, sehr viele junge Menschen, die von ihren Eltern vermeintlich oder auch von sich selbst glaubten, die müssten das Gymnasium machen und stehen dann so unter Druck und haben wirklich schon in diesem jungen Alter die Burnout-Grenze, wie man heutzutage so schön sagt, erreicht. Ja. Und fühlen sich in dem Alter schon nicht mehr. Ja, das kommt dann bei vielen. Ich habe jetzt auch viele Referenten, die so um die 50 sind dabei und die jetzt den Mut haben, ihren wirklichen Weg zu folgen, die schon lange Sachen in sich fühlen, aber die einfach, wo einfach der Mut gefehlt hat, auszubrechen. Ja, und die sind jetzt rausgegangen und ich habe da wirklich einige Menschen interviewt, die zu ihrem Herzensweg gefunden haben. Und deswegen finde ich das so faszinierend, denn es sind Menschen, die einfach, wo man sagt, es geht gar nicht und wie sind die da rausgekommen, ja? Und absolut. Sind Geschichten dahinter, denn ich glaube, bei dir stecken auch noch ganz, ganz viele Geschichten dahinter, auf die wir jetzt gar nicht eingehen konnten. Und ja, jeder hat ja so seine Geschichte und für jeden ist das Leben eine besondere Herausforderung. Ja. Und wenn man da Möglichkeiten findet, zu sich selber zu finden und die Herausforderung besser anzunehmen, ja, wie du erst gesagt hast, die Brille einfach anders zu putzen oder eine andere Brille aufzusetzen, wie auch immer, dann ist es ja für alle eine Bereicherung. Nicht bloß für einen selber, sondern für das Umfeld auch. Ne? Wenn es mir besonders gut geht, dann geht es meinem Umfeld auch besonders gut. Ich meine, die Schule ist ein besonderes Thema mit Kindern. Bei uns ist das so, unsere Kinder haben sich immer selbst entschieden. Das heißt, wir fragen sie auch. Sie müssen nicht gezwungenermaßen zum Gymnasium gehen. Meine Frau ist Lehrerin, Sonderschulpädagogin. Und aufgrund unserer Erfahrung, auch meiner Erfahrung, dass manche Dinge nicht möglich sind bei einem Kind, die Frage ist, warum soll man unbedingt das Gymnasium nehmen? Es gibt für das Kind so viele Möglichkeiten später in unserer Gesellschaft, sich auszudrücken, sich zu verwirklichen und alles zu machen. Das ist ein gutes Beispiel auch bei mir. Und insofern spielt es keine Rolle. Aber unsere Kinder, mein Sohn, der ist jetzt 15, ich habe noch zwei Kleine zu Hause, 12 und 15, der wollte unbedingt zum Gymnasium. Der kam zu uns und hat das gesagt. Also, weil das ist einfach nicht von uns als Impuls gegeben worden. Und heute macht er das so, wir machen viele Aktivitäten draußen auch, wir fahren Rad und wir sind im Wald unterwegs. Ich merke, dass die Kinder den Wald lieben, da sind wir immer im Wald unterwegs. Aber zwischendurch sagt er dann, Papa, ich habe jetzt übermorgen eine Lateinarbeit, kannst du mir den Film anmachen? Und dann stellen wir das Laptop dahin oder unser iPad und dann lassen wir den Film kurz laufen, weil er merkt dann, dass er da nochmal eine zusätzliche Unterstützung bekommt. Und das ist aber nicht von mir als Impuls gesetzt worden, sondern irgendwo hat er das mal mitbekommen und dann hat er das auch genommen. Aber wir hätten genauso gut im Wald fahren können. Ich fahre mit den Kindern sehr gerne im Wald, auch wenn die Vokabeln lernen müssen. Ich nehme dann das Vokabelbuch unterm Arm, dann setzen wir uns beide aufs Fahrrad mit meinem Sohn und dann fahren wir los und dann halten wir unterwegs an der Bank, dann liest er die Lektion durch, erzählt mir die Vokabeln, dann fahren wir wieder weiter eine halbe Stunde. So sind wir manchmal 3 Stunden unterwegs. Und da haben wir praktisch unsere Vokabeln gelernt. Und das ist viel einfacher und leichter, haben wir festgestellt. Mein Sohn auch hat das festgestellt, dass wenn er zu Hause am Schreibtisch sitzt und das versucht. Und so kann man solche Aspekte auch noch mit einbinden. Kann ich euch auch empfehlen, die ihr zugehört habt, das zu machen. Ja. Okay. Aber jetzt weiß ich, was da ging. Das war mein Handy und ich drücke immer an der falschen Stelle. Ja, also ich bedanke mich sehr, Ines, dass ich bei dir sein konnte. Und ich hoffe, ich konnte dir ein oder andere Unterstützung geben und etwas aus meiner Forschung erzählen. Und wer mehr darüber wissen will, kann sich mit der Akademie in Verbindung setzen. Wir bilden auch in der Akademie aus und kann mal zu einem Seminar kommen, wenn er das möchte. Das ist also auch möglich. Ja, wunderbar, Jürgen. Das hat mir jetzt wirklich sehr gefallen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so, ja, so einfühlsam in diese Körperwelten gebracht hast, dass man da wirklich sich selber auch wieder mehr finden kann. Und ich denke, heute werden die einen oder anderen Waldspaziergänge schon mal getätigt werden und deine Übung gemacht werden. Und ja, wir werden sehen, wer sich mehr holt von dir,
Denn ich sag mal, ich weiß, dass du ganz, ganz viele Geschichten noch hinter dir hast und ganz, ganz viel zu geben hast. Und ja, ich bedanke mich, dass du dabei warst und wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute. Und ich freue mich auch, wenn wir in Verbindung bleiben. Ja, hab auf jeden Fall eine gute Zeit und danke. Ja. Vielen Dank, Ines, und vielen Dank an die Zuschauer und entschuldigt nochmal die Störung mit dem Telefon. Also danke, dass ihr da wart, dass ich sprechen konnte und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, danke, Jürgen. Ja, liebe Auffach-Community. Ja. Ich denke, das ist heute auch ein Interview gewesen, was euch sicherlich bereichert hat. Gern könnt ihr wieder über die Facebook-Gruppe Feedback geben oder auch direkt mich anschreiben. Ich leite es auch gerne an Jürgen weiter oder ihr schreibt Jürgen direkt an. Also auf jeden Fall, ich freue mich, wenn wir Feedback erhalten. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Interview. Tschüss. Jürgen, ciao. Tschüss, Ines. Ciao.